Fakten seriös präsentiert. Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen zum PeteCast Folge 401. Hallo. Auf am 5. Oktober 2023, es ist 14.03 Uhr. Geil. Und mit dabei sind Jay und Bram und ja. Ich. Und hallo ich. Was ist so passiert? Alter, einiges ist passiert. Einiges? Einiges, was denn? Ja. Wir haben Hamburg ausverkauft. Das stimmt. Das ist richtig. Wir haben Hamburg ausverkauft. Also wir sind alle hier auf der Polaris und haben da unsere Live-Spielshow, also live, ne? Normalerweise haben wir auch eine Live-Spielshow, aber die ist ja nur im Internet und diesmal haben wir ja live auch vor Publikum und Publikumplätze sind alle weg. 1000 ja. Plätze, das sind zweitgrößte Attention, die wir hatten. Ich glaube, Hamburg war damals größer, oder? Hatten wir mehrere Tausend? Ja, in Hamburg hatten wir 1200 und Sind wir heutzutage bekannter oder größer als damals? Deutlich. Nee. Weil ich habe das Gefühl, damals haben wir für die 1000 Karten in Hamburg lange gebraucht. Jetzt, also mit Werbemaßnahmen und Trailer und allen drum und dran. Ich habe nach meinem ersten Insta-Post waren schon über 500 Karten weg. Und ich glaube, da hat Jay noch einen gemacht und ich glaube, viel mehr kam gar nicht, oder? Das ist eine gute Frage. Werbung hat ja, glaube ich, jeder für gemacht. Wir haben ja auch dafür in den verschiedenen Spielshows und so weiter das beworben, ne? Und wenn du vielleicht auf der Polaris eh bist oder in Hamburg, dann ist das natürlich auch naheliegend, dann auch hinzufahren. Du musst nicht extra dafür dahin fahren, ja. Du bist halt eh auf einer Messe und im Rahmen einer Messe das zu machen, ja. Und bei der Tour zum Beispiel, Pete's Meet Tour, hat sich das ja auch aufgeteilt. Das stimmt, da sind die Leute natürlich noch dahin gegangen, wo es am nächsten ist. Ich meine, warum will man freiwillig nach Hamburg, außer man lebt da? Ja, Dreckst. Aber Hamburg ist voll Hamburg ist eigentlich eine schöne Stadt. Eigentlich ist Hamburg eine schöne Stadt. In das Loch, ey. Aber ich bin auch immer froh, wenn ich dran vorbei bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mit dem Auto auf jeden Fall. Autofahren ist Hamburg ist nicht geil. Das stimmt. Vor allem so Elbtunnel, Alter. Boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da ist immer Stau. Danach erwarten dich die 31 Kilometer Baustelle, die sich da ausgedacht haben, wo ich mich immer noch frage, warum macht man das nicht Stück für Stück? Nein, wir müssen 31 Kilometer die Straße aufreißen. Das ist doch hier das ist auf der A2 ist das auch so. Da gibt es auch 13 Kilometer am Stück Baustelle und ich frage mich exakt das. Ihr baut doch nicht 13 Kilometer am Stück. Wieso? Ja, wobei ich muss auf der anderen Seite muss ich wieder ein bisschen Props geben. Ich bin letztes Wochenende bin ich hier von der was ist das? Ich wollte auf die 57 fahren. Von der, was haben wir denn hier so zur Auswahl? 46 oder so? Oder 44? 46, 42. Und da war die Auffahrt gesperrt. Und da habe ich mich noch gefragt, das war eher so nachts um 3, glaube ich. Da habe ich noch gefragt, wieso ist jetzt die Auffahrt gesperrt? So komme ich doch nicht gut nach Hause. Und dann musste ich so einen Umweg fahren und beim Umweg bin ich an der Baustelle auf der 57 vorbeigefahren. Ohne Spaß, ich habe es noch nie gesehen. Da waren locker 40 LKWs, alle beladen. Und 20 von diesen, wie heißen die, diese Walzen. Ja. Und die haben alle zack, zack, zack die Straße fertig gemacht. Das war sehr beeindruckend. Warum gibt es davon eigentlich nicht mal einen Werbespot, um da vielleicht mal so für Awareness zu schaffen? Im Sinne von, wir bauen für euch nachts, ja, wenn keiner fährt. Das war richtig krass. Aber jede andere Baustelle, außer die eine, wahrscheinlich gibt es nur einen so einen Trupp ganz Deutschland oder so, der das kann. So. Also, das ist ja, aber ich glaube tatsächlich, dass hier Straßenbau in Deutschland anders ist als irgendwie zum Beispiel in Holland oder sowas, wo du da einfach da drüber teerst. Aber doch absolut. Mal. Aber das ist natürlich schneller und effektiver. Die Frage ist, ob das langfristiger vernünftig ist oder sowas. Naja, wie wir ja wissen, Holland hat keine Straßen, weil das bei denen alles nicht funktioniert, ne? Ach ne, Moment. Das funktioniert bei denen ziemlich gut. Ja, die sind ja auch viel kleiner. Das ist ja so ein kleines Pupsland. Also so viele Straßen haben die auch gar nicht. Ja, aber die haben auch weniger Leute, mit denen die das bauen können. Ja, aber die können ja extern, also theoretisch können ja hier ausländische Firmen dafür beauftragen, also theoretisch, ne? Also aber könnten wir das nicht auch? Das machen wir doch auch, oder? Also ich bin nicht. Ja relativ viel jetzt Auto gefahren, gerade von so Norden nach Süden und muss sagen, sobald du NRW verlässt oder nach NRW reinfährst, wird es entweder schlecht oder geil, weil NRW voll mit Baustellen ist. Und alles da drumherum ist eigentlich nice. Also so die 61 lässt sich gut fahren, bis du zum Beispiel in NRW bist. Und wo ist denn die A61? Boah, die ist, das ist ganz am Westen. Südwesten quasi.
weiter noch runter. Ja, ja, ich sehe es. Die geht an Köln-Sumpf vorbei Richtung Mönchengladbach. Ja, genau, von Mönchengladbach aus bin ich gefahren. Da war ich also bei einer Band hier, die kam sogar aus Grefrath und Öd. War ganz nett. Nice. Aber ja, das ist aber nicht das Wichtigste, was passiert ist. Also wir haben unsere Show ausverkauft. Ja, die wird auch live gestreamt. Also das haben ein paar Leute auch im Chat gefragt. Ja. Die ist natürlich live vor Ort und wird live gestreamt. Und Andi moderiert, wir sind dabei und die Zuschauer auch. Und ich glaube, wir spielen irgendwie, ich weiß, also die Regel kenne ich nicht, aber ich glaube, die Leute irgendwie im Saal spielen gegen die Chat-Leute oder so. Und wir sind so die ausführende Hand, irgendwie so. Würde ja Sinn machen, denn es heißt ja alle gegen Hamburg, ne? Also, oder Hamburg gegen alle. Wir treten gerne aus auf Hamburg ein. Ja, für Hamburg. Auf Hamburg treten wir nicht. Auf Hamburg treten, okay. Aber ich würde gerne auf Hamburg treten. Ich bin sehr gespannt. Also ich weiß halt noch gar nicht, was da geht. Ich habe nur irgendwie mal so einen Teaser von Jules gesehen. Der hat da, keine Ahnung, Kartons voll mit irgendwelchen Kleinscheiß. Sowas wie, ich habe dann einen Football gesehen und Tischtennisbälle. An die Sachen konnte ich mich erinnern. Also ich habe keine Ahnung, was wir da machen. Ich glaube, wir werden uns hart blamieren. Yay. Ach, was soll passieren? Im Zweifel lustig. Ja, das stimmt. Und Football ist schlecht, weil ich habe letztens auf der Gamescom habe ich einen geworfen, das geht gar nicht. Und also ich bin jetzt nicht der schlechteste Werfer so mit dem Ball. So Ballsport ist eigentlich immer so das gewesen, was ich ganz gut konnte, aber ein Football werfen, hör mal, da kam ich mir vor, weiß nicht, also das war schlimm. Aber ja, es wird sicher gut. Ja. Wann geht das los? 19 Uhr am Freitag, dem, was ist das für ein Datum? 14. oder? Nee. 13. 13. Ha, Freitag der 13. Nice, da kann ja nichts schief gehen. Zero problems. Für die Technik wird dann, glaube ich, jemand live im Hintergrund, wird das Ben machen, oder? Weil Andi geht ja nicht, der moderiert ja. Das sind Mutmaßungen, die du gerade anstellst, ja, die natürlich so sein könnten, aber wissen tue ich es nicht. Okay. Also Andi wird es auf jeden Fall moderieren. Also das lässt er sich nicht nehmen. Ich glaube nicht, dass Andi fixen wird, dass 50 fehlen oder so. Also, ich glaube, Andi wird fixen. Andi wird moderieren, oh mein Gott. Ich glaube, er wird uns hassen. Schauen wir mal. Ich glaube, live werden wir ihm noch mehr auf den Sack gehen. Oh ja, oh, das wird richtig lecker. Das ist jetzt schon Blitzer-Jacked, Alter. Aber richtig. Schade, da muss ich. Ey, wenn ihr da arbeiten müsst, gar kein Problem. Also, das wird nicht nur live vor Ort sein und live gestreamt, sondern wird ja auch noch hochgeladen. Also. Ja, das wird hochgeladen, aber natürlich fehlt ja dann das Interaktive, was dann logischerweise nicht im VOD ist. Aber ja. So nämlich. Wir hoffen deswegen, alle, dass die Technik funktioniert. So ist das. Das wäre cool, wenn die Technik funktioniert. Das wäre cool. Das wäre schon was Feines. Oh, leider ein Stromausfall auf der Messe. Ja gut, da könnte man natürlich dann jetzt auch weniger für. Mal, manche Sachen sind doch einfach doof dann gelaufen im Zweifel. Das Stromausfall auf der Messe wird halt genau sowas. Weißt du, was willst du machen? Ja, aber ich habe das Gefühl, dass im größten Teil der Fälle das doof gelaufen ist. Also nicht immer, logischerweise, aber naja. Ja gut, okay, aber verantwortungstechnisch gesehen gibt es ja Unterschiede, weißt du, so Stromausfall, will auch nicht passieren, was soll passieren? IT-Service Bram macht das sonst. Ja, im Zweifel regeln wir schon irgendwie. Ja, ja, ganz easy. Was auf jeden Fall auch funktionieren sollte, wäre wahrscheinlich die LAN morgen, ne, also ja. Technik wäre ganz gut. Ich hab schon eben ein bisschen erzählt, also theoretisch geht es um 14 Uhr los. Mhm. Ich glaube, ich werde mit Peter so gegen 12:30 da sein. Ja, wir haben natürlich Anweisungen gegeben, so was hätten wir gerne installiert, was hätten wir gerne an Technik und pipapo, wie soll das alles aussehen? Und dann kommt man da an und muss ja erstmal gucken, ob das denn auch alles so ist, wie man das gerne hätte. Ne? Also, das ist richtig. Deswegen hoffe ich, können wir um 14 Uhr anfangen. Ja. Also das wird sowieso eine ganz interessante Sache. Also ich hab ja so eine Spieleliste, da werden schon auf jeden Fall ein paar Banger rausgeholt. Ja, ich habe ganz viele Spiele vorgeschlagen, von denen wurde alles nichts genommen. Echt? Ja. Was hast du denn vorgeschlagen? Die ganzen alten Spiele. Da waren aber eigentlich nur Sachen, ich habe einfach so eine Liste durchgeguckt und habe die einfach aufgeschrieben. Da waren ganz viele Sachen, bei denen ich selber nicht spielen wollte. Stark!
Da ja, habe ich selbst früher so ein Spiel halt so Age of Empires oder was weiß ich wieder, hieß Age of Mythology oder irgendwie so. Aber so zugeguckt habe ich da gerne bei, muss ich sagen. Ja, also Freitag bis Samstagmorgen irgendwann ist dann LAN. Ich habe sowieso da wieder Sportwochenende ist da. Ihr werdet mich die ganze Zeit nur aus dem Off schreien hören. Also so richtig so, nein! Also, was ist denn für ein Sportwochenende? Naja, also theoretisch ist erstmal Formel 1 am Freitag um zumindest 19 Uhr ist die Quali fürs Rennen. Ja, aber das ist doch dann vorbei, weil Sprintrennen holt Max einfach 3 Punkte und ist Weltmeister. So. Ja, aber das ist um 19.30 Uhr dann am Samstag. Ja, was schon ganz cool wäre, muss man sagen, denn er wäre der erste Fahrer, der Weltmeister durch ein Sprintrennen wird. Also logischerweise, weil das Sprintrennen gibt es noch nicht so lange, aber er wäre trotzdem der Erste. Wäre das denn wirklich so cool? Ja, er ist halt der Erste. Also ich meine, dass der Weltmeister wird... Da kannst du die Uhr nachstellen. Also, ja, das ist safe. Das wird niemand anderes. Also, kann man dann auch für wetten? Ja, nicht so ein schon, aber die Quote dürfte richtig kacke sein. Er muss ja nur genug setzen, oder? Ja, ich glaube, selbst wenn du einen Euro hast, kommst du da mit einem Tausi plus mehr raus. Was? Für einen Euro? Nicht die Quote? Wenn du einen Euro setzt, dass Max Verstappen Weltmeister wird? Nee, dass er nicht Weltmeister wird. Ach so, ja, dann dürfte die Quote ziemlich geil sein. Aber ich wenn du darauf wettest, dass er Weltmeister wird, dürfte die Ja, okay, Sport. Bei 1 Euro kriegst du dann vielleicht 1 Euro 2 raus oder so. Wenn überhaupt. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt, ne, ich bin ja nicht der Sportwettenfreund oder überhaupt der Wettfreund, aber ich habe mich da noch nie mit beschäftigt. Ich wüsste nicht mal... Wo man sowas, also ich will das jetzt nicht heraufbeschwören, so hey, wir haben da was. Ich wüsste auch nicht, wo das geht, aber so ein Pipi-Produkt, ne, haben wir da so an der Stelle. Ich wüsste wirklich nicht, wo man auf so einen Scheiß wettet, also keine Ahnung. Ganz neu jetzt, Christian, ja, auf Peacepeed.de. Ich glaube, du hast so viele Sportwettenanbieter, die tummeln sich alle, da musst du einfach nur irgendwie Fußball, wahrscheinlich hat Formel 1 ihre eigene Werbung mittlerweile irgendwie, weiß ich nicht. Hab ich noch nie gesehen. Also bei Fußball kriegt man ja, also zumindest im Free-TV, ne, also da läuft ja eh kein Fußball mehr, ne, aber wenn man mal so Sportschau guckt oder so, da ist die ganze Zeit hier Bet and Win und wette doch da und Lothar Matthäus will dein Geld und Lothar Matthäus, Alter. Ja, der macht auch Werbung dafür. Ja, der ist auch dabei. Und wie die nicht alle heißen, aber so Formel 1 habe ich noch, also die machen dann nur auf den Autos Werbung dafür, oder? Ich würde gerne einfach so mal hier jetzt. Ich versuche halt einfach zumindest mal so eine Quote zu finden. Ich habe mir jetzt mal eine Seite aufgemacht. Ich werde nie vergessen, damals in der Ausbildung, wie der eine Mitarbeiter, und der war echt cool, immer gefragt hat: So, ey, ich wette jetzt auf die zweite südkoreanische Liga. Wie soll ich wetten? Ich denke mir so: Alter. Keine Ahnung. Meinst du, die machen noch ein Tor jetzt? Letzte Viertelstunde? Ich sage: Ja. Und am Samstag dann um 15.30 Uhr dann in den Bruch, damit weil Dortmund dann Aufbaugegner ist von Union. Da ist das nächste Union Mal beim Sprintrennen von Katar, ja? Ja, da. Was ist da? Beim Sprintrennen von Katar um 19.30 Uhr, was ist damit? Head to Head. Ich bin am gucken, weil hier aber Fahrer-WM, worauf man ja so wetten kann, aber ich verstehe das alles noch nicht. Oh mein Gott. Ich verstehe das alles nicht. Achso, warte mal, hier. Nee, hier gibt's gar keinen Formel 1. Die haben hier nur Fußball, Basketball, Tennis, Eishockey, Handball. Nein. Warte mal, wo hab ich denn gar keine Ahnung? Hier, Eishockey, irgendwie so finnische Liga. Schwedische Liga. Kann ich dir nicht mal, ich kann dir nicht mal einen finnischen Verein nennen. Ja, die kann ich dir jetzt sagen. Ja, Mensch, die hast du doch. Hast FC alles Helsinki. Nee, Rögle BK, Luleå HF, die spielen gegeneinander. Have fun. Quote ist auf jeden Fall für Luleå HF. Aha. Geil. Dann nehme ich dann noch lieber irgendwelche Sachen, von denen ich schon jemals mal was gehört habe. Wenn ich jetzt... Ja, komm, nee, da will ich auch gar nicht gucken. Sie wollen alle nur mein Geld haben. Mein Geld, lass das. Ja, ich weiß dann auch. Nee, also mir reicht... Also das meiste, was ich an Sportwette nehme, ist halt sowas wie Kicktipp oder Kickbase. So, das ist so das meiste. Ja, aber das heißt ja kein Sportwette, das ist ja auch kein in dem Geld. Sinne. Du kannst natürlich
Kannst du natürlich im Tippspiel intern kannst du sagen, irgendwie der Gewinner, jeder sitzt am Ende 20 oder was 50 Euro, aber du sitzt jetzt nicht bei jedem Spiel dabei und Nein, Pain, Junge. Immer rein. Nein. Warum nicht? Du musst investieren. Wenn ich mir überlege, weißt du, wie bei unserem Fantasy-Football mich das schon jedes Mal aufregt, wenn mein Spieler den Ball kriegt und dann irgendwie fummelt, also fallen lässt oder so. Oh ja. Und wenn ich dann auch noch Geld da drauf gesetzt hätte, würde ich wahnsinnig werden. Also hätte ich dann auch keinen Bock mehr, muss ich sagen. Ja, Football gucken wir dann nicht, weil das ist ja Sonntag. Ja. Das sind wir nicht mehr aber da. Formel 1 und Fußball ist doch eigentlich schon ganz schön. Vielleicht hören wir Jay wieder rumschreien. Diesmal wird es aber wahrscheinlich nicht Füllkrug, du Maulwurf, sag ich dir. Ich wollte gerade sagen, also diesmal wird es nicht um Modest gehen. Boah, das war einer der schönsten Clips ever. Also diese du Maulwurf. Und dann schießt er dann 1-1. Und dann war er der Beste. Ja, wird wieder schön. Ich freue mich drauf. Wir müssen mal gucken, wie wir das da machen, weil das Sprint-Shootout parallel läuft zu Dortmund. Ja, aber wir haben doch so einen Fernseher, der besteht aus 9 Fernsehern oder so. Ja, oder aber dann ist ja trotzdem nur ein Bild, glaube ich. Ja, das kriegen wir schon hin. Das machen wir Bild in Bild. Ja. Gesundheit übrigens am Rad. Es wird, muss man jetzt sagen, ich muss mal damit anfangen, ja, also bitte nicht einschlafen, es war wirklich abgefahren, aber es wird nicht so ein Sportwochenende wie letzte Woche. Letzte Woche habe ich 7 Stunden Football geguckt, natürlich abends, ne, ohne Werbung im Red Zone, aber vorher habe ich 6,5 Stunden Golf verfolgt und das war ohne Scheiß, es war so spannend, ich habe angefangen zu gucken, ich bin in der Pause auf Toilette gerannt, und habe vergessen, mir Frühstück zu machen, weil das zu lange gedauert hätte, weil ich dann die Schläge nicht gesehen hätte. Also letzte Woche war der Ryder Cup. Ryder Cup ist im Golf das prestigeträchtigste Teamsport-Event. Was? Da fährt man. Was ist ja der Ryder Cup? Ach, weil Ryder Cup. Okay. Habe ich auch nachgeguckt. Ryder Cup ist benannt, also den gibt es seit 1927, benannt nach so einem Saatguthändler. Und Harald Ryder. Also, ja, der heißt, warte mal, nee, der hieß ja wirklich Ryder. Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist der auch Golfsponsor und so, bla bla. Gibt's seit 1929, in der aktuellen Form ist der irgendwie seit 78, 79. Also schon ein bisschen länger. Und die USA und Europa spielen gegeneinander alle 2 Jahre, jeweils entweder einmal in Europa und danach halt in den USA, immer im Wechsel. Und ich konnte leider Freitag und Samstag, da sind die Teamspiele, also da spielen die so 2-2 und all so ein Kram, konnte ich nicht gucken, aber Sonntag habe ich mir die Einzelmatches angeguckt. Und so ein Team besteht aus 12 Spielern, 6 werden irgendwie berufen und 6 aus irgendwelchen Listen beziehungsweise Punkten, also weil die geil sind. Und du hast dann schon die besten Spieler, wo gibt so gegeneinander eigentlich, so zumindest aus USA und Europa. Okay. Und es stand am Samstag, haben die Amis eigentlich schon ein bisschen die Flinte ins Korn werfen wollen und abschenken, weil es stand irgendwie 10,5 zu 4,5. Und das Ganze ist ein Best of 28. Also heißt eigentlich, wenn du 14 Punkte hast, hast du gewonnen. Zumindest wenn du wenn du Titelträger bist. Also den Amis hätten 14 Punkte gereicht und die Europäer brauchten 14,5. Punkte bekommst du, wenn du zum Beispiel so ein 2-2, ja, spielen die ja über 18 Loch. Wenn du das gewinnst, kriegst du einen Punkt. Wenn du unentschieden ist, kriegst du einen halben Punkt. Okay, so verstehe ich. Und dann stand halt irgendwie 9,5 oder 10,5 zu 4,5. Also brauchten in den Einzelmatches die Europäer nur noch 3 Punkte. Oder 4. Ja, also 4 Matches gewinnen, fertig ist die Kiste. Jo. Und in den Einzelmatches spielen halt logischerweise alle Spieler gegeneinander. Also 12 Matches. Dann das erste war direkt Scotty Scheffler. Der ist aktuell Weltplatz 1. Gegen John Rahm und das war direkt ein Banger. Also das war ein absolutes Knallerduell, denn man muss sagen, du spielst auf die Löcher. Also du spielst nicht ein Zählspiel, dass du geguckt hast, wer hat am Ende die wenigsten Schläge gebraucht, sondern du guckst bei Loch 1, das ist von mir aus ein paar 4, Spieler 1 braucht 4 Schläge, Spieler 2 3 Schläge, also hat Spieler 2 das Loch gewonnen. Also ist der einen vorne. Und irgendwann, ne, das kürzeste wäre logischerweise nach 10 Loch ist Ende, weil dann kann der andere nicht mehr gewinnen. Also ein Best of 18 quasi. Ja, okay, verstehe, ja. Das heißt, jeder Schlag zählt. Und Rahm war erst 2 vorne, 2 Löcher. Und weil Scheffler
einfach scheiße, der hat Patz versetzt als Weltranglistenerster, wo du dir denkst, Junge, das ist doch wie bei Minigolf, das kannst du gar nicht verkacken, und dann setzt er das daneben. Und dann ging das immer hin und her, und dann war Scheffler einen vorne, und dann war Rahm wieder vorne, und dann haben die Schläge gemacht, das war so geil, dass dann am Ende, am letzten Loch, die mussten bis zur 18, da war Scheffler eins vorne, und Rahm hat ausgeglichen und damit einen halben Punkt vor Europa geholt. Da war schon ziemlich geil. Man kann einen halben Punkt holen? Ja, weil ja ausgeglichen war am Ende. Nach 18 Loch geht ja nicht mehr weiter, und da haben beide Gleichstand gehabt. Aber Europa hat doch klar gewonnen. Ja, zwischendrin, die starten ja nacheinander. Ne? Also wenn das erste, hier Scheffler und Rahm, die gehen an der 1 los, und 10 Minuten später oder so kommt dann das nächste auf der 1. Und irgendwann hast du halt alle Matches laufen. Und zwischendurch war da sehr viel rot. Also die Amerikaner waren dann sehr weit vorne teilweise in ihren Spielen. Die haben halt auch einen Köpker und einen Speed und ja. Und wir hatten aber ein Hofland. Und der hat so ein geiles Golf gespielt. Alter Finne, ey. Und es war super spannend, weil es geht halt wirklich um jeden Schlag. Weil kann ja sein, dass du jeden Schlag brauchst, um das Loch zu verkacken. Du hast teilweise wirklich, sind die Bahnen so schwer, dass auch solche Weltspieler Scheißschläge machen. Mhm. Also du bist an einem Par 3, da ist dann Wasser, so der erste schlägt ab, der Ball pfeffert voll ins Wasser rein. Könnte man ja meinen, dass der zweite Spieler dann easy auf Sicherheit spielen kann, denn der erste hat ja einen Strafschlag und der zweite ballert den noch weiter ins Wasser. Gibt's Tiger Woods noch? Ja, den gibt's noch, der war aber nicht dabei. Die Atmosphäre ist auch richtig speziell, muss ich im Chat recht geben. Du hast an der 1 so ein kleines Stadion. Logischerweise sind alle für Europa, weil es war halt in Rom. Deswegen wurden am Anfang, das fand ich ein bisschen doof, weil die Spieler werden vorgestellt, ne? Also die kommen beide da raus, dann sagt die für Europa, tritt an, John Ram, alle am Schreien. John Rambo, ja, genau. Ram, Spanien. Alter, mein Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Also heißt der Ram, weil der ist ja eigentlich Spanier. Also naja. Und dann kommt halt Scotty Scheffler für die USA und dann kommt das Buh. Und dann denke ich mir so, Alter, das ist auf Weltranglisten 1 und du darfst ihn hier sehen. Und der kriegt nicht mal Geld dafür, ne? Und, sondern spielt einfach für Ehre. Aber da hat sich dann ein anderer Spieler von den USA, gab natürlich auch Skandale, muss man auch sagen. Okay, wie kann so ein Golfskandal aussehen? Ja, pass auf, so ein Golfskandal, Also außer oh keine Ahnung, man bescheißt halt jetzt, aber dann nehmen wir jetzt mal weg, ja? Ich bin ja kein hier Reporter, deswegen ist halt alles so ohne Angaben auf Richtigkeit. Aber aus dem amerikanischen Team gab es den Herrn, wieso nehme ich jetzt das Team? Kentley heißt er, Patrick Kentley. Ja. Und er hat genau diese Frage gestellt und gesagt, ey Alter, ich bin so ein geiler Spieler und wir kommen hier alle hin und wir spielen hier umsonst. Was soll die Scheiße? Ich will bezahlt werden. Und weil ich so sauer bin, er will einfach bezahlen. Weil ich so sauer bin, ziehe ich jetzt einfach meine Mütze nicht mehr an. So, aus Protest nämlich. Also die rennen schon so 6 Stunden in der Sonne, war ja 30 Grad in Rom. Und da haben sich dann so ein paar Leute mit solidarisiert und das ist dann so eine Einstellungssache halt, ne? Also das ist so ein prestigeträchtiges Ding und viele gehen halt davon aus, das ist halt, sei zufrieden, dass du überhaupt mitspielen darfst. Headgate. Ne? Genau, Headgate. Und sei damit zufrieden, weil ist jetzt auch, wenn du mir überlegst, da spielen die besten Spieler der Welt, denen geht es jetzt nicht so schlecht. Ja, okay, also ich glaube, bei Patrick Cantlay haben sie nachgeguckt, der hat alleine in den letzten 2 oder 3 Jahren 40 Millionen Dollar Prämie gekriegt. Für Sau, ey. Ne? Also die gehen jetzt nicht um Zahnfleisch. Aber dass die gar nicht bezahlt werden, weil sich dann natürlich auch bei mir die Frage aufgedrängt hat, was passiert mit der ganzen Kohle, die da rumkommt? Der Rolex und der Breitling und wer das nicht alles sponsort. Und da habe ich gesehen, die kriegen Geld, aber nicht für sich, sondern die dürfen sich dann eine Organisation aussuchen, an der das Geld gespendet wird. Ah. Und mit der anderen Hälfte wird auch Geld gespendet. Also ist halt eigentlich gar nicht so verkehrt. Meine persönlichen 5 Cent wären, Junge, sei doch froh, dass du damit spielen darfst, weil die Stimmung ist ziemlich geil, die Leute haben da rumgeschrien und rumgesungen. Als er dann natürlich seine Mütze abgenommen hat, haben alle Zuschauer immer mit den Mützen gewunken, wenn er vorbeigegangen ist. Und boah, wie ging das Lied noch? Heads off for your bank account, haben sie dann gesungen. Heads off for your bank account, heads off for your bank account. Ja, ey, wenn läuft, dann läuft, ne?
Ja, der wusste schon, wie das Publikum triggert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dann war ein bisschen blöd noch. Rory McIlroy ist einer der europäischen Spieler und ist der Sänger. Ja, auch. Aber ich glaube, der ist auch nicht ganz so unbeliebt. Und in den Teamspielen, das habe ich nur so am Rand mitbekommen, wenn sich so ein Spieler fertig macht zu schlagen, ne, ja, dann ist ja Fresse anhalten angesagt. Da stehen dann auch ganz viele Leute, die halten die Arme so hoch und dann heißt das, Junge, Schnauze halten. Und dann ist das Publikum auch ruhig. Tatsächlich, weil sonst holen die dich da raus. Und der Caddy von Kentley, der sich ja sowieso schon auch so ein bisschen beschwert hat, der war da noch mit seiner Mütze am Rumwedeln, wie blöde. Und dann fand Rory da nicht so geil und hat ihm dann auch noch so zwei Sätze gesagt. So, weiß ich nicht, Junge, lass die Scheiße, hau ab. Muss auch nicht unbedingt sein, weil eigentlich ist ein Caddy ja dazu da, einfach die Schläger zu tragen, ja, Schläger anreichen, Tipps geben, ja, vielleicht noch so ein bisschen moralische, ne? Aber ja, der kann auch noch Tipps geben, was soll er denn sagen? Schlag aufs Loch. Kommt der mit ein bisschen Geld? Schlag aufs Loch. Ja, weiß ich nicht. Ja, also, was ich denke mir so, wenn da Tiger Woods steht, ja, was kann der Caddy dem noch sagen, was Tiger Woods nicht weiß? Ja, ey. Aufbauende Sachen. Keine Ahnung. Ja, die gehen ja auch zusammen die Bahn ab, die haben ja vorher auch da trainiert, also die kennen sich ja auch länger. Also das sind meistens feste Caddies, die werden von den Spielern bezahlt. Ich glaube, meistens ist es sogar so, dass du einen prozentualen Anteil auch der Gewinne kriegst als Caddy. Okay. Ja, also das war dann sehr unschön und ist ja immer noch ein Gentleman-Sport, auch wenn die Amis aus dem Publikum gerne mal so ein paar Bierdosen werfen. Aber ja, das musste dann auch nicht sein. Dann haben die sich da so ein bisschen in die Haare gekriegt und naja. Aber die Stimmung ist awesome, also singende Leute, ne, das Video habe ich auch gepostet, da am ersten Tee, ne, da wird dann gesungen, we are the left side of the tee, right side und middle side. Als dann das ganze Turnier vorbei war, konnte man die Leute immer noch von der Bar hören, die gesungen haben, we are the left side of the bar und we are the right side of the bar. Also Spaß haben die da auf jeden Fall gehabt und ich glaube, sollte das nochmal in Europa sein, werde ich mir nicht nehmen lassen, versuchen da hinzugehen. Denn ich glaube, das ist ziemlich cool. Aber das ist dann quasi so, dass du da nicht zwangsläufig die ganze Zeit auf der Tribüne sitzt, sondern du einfach rumlaufen darfst über, ja, den Golfplatz. Ja, also nicht einfach über den Platz, aber die Leute, ja, laufen nicht natürlich über den, mit. Ja, drumherum um die, ja, um den Platz selber halt. Ne? Ja, also, ja, da, keine Ahnung, auf den Wegen oder wie sich das nennt. Also am Anfang, als die angefangen haben, logischerweise, da ist sozusagen, da machen die so die Tore auf und dann rennen die Leute wie am Spieß gestochen zur ersten Bahn, also um den Abschlag zu sehen. Das ist wirklich ein Rennen. Also die rennen dahin wirklich. Und ja, an Loch 18, weiß ich nicht, muss man am Anfang jetzt nicht unbedingt hin, weil das dauert ja, bis die Leute alle da sind und ob, dann ist ja auch noch die Frage, ob die überhaupt da hinkommen oder das Match nicht vorher schon beendet ist. Im Fall von Rahm gegen Scheffler hat es sich, glaube ich, ziemlich gelohnt. Und am Ende standen sowieso alle da. Das Beste war, dann ist noch so ein, dann kommt einfach aus dem Publikum so ein Opa, rennt einmal quer rüber. Die Security, du siehst genau, wie der zuckt, aber sich dann dagegen entschieden hat, dem hinterher zu rennen. Nur damit er dann einfach in den See gesprungen ist. Hatte der wohl Bock drauf. Ja. Dann kam er aus dem See raus, waren die Zuschauer auch wieder am Singen. Dass er es nochmal machen soll. Da ist er nochmal reingesprungen. Das hat leider nicht gereicht. Könntest du nochmal springen? Ja. Würde mich mal interessieren, was so die beliebtesten Sportarten im Fernsehen sind in Deutschland oder weltweit. Kann Fußball, Basketball, oder? Football, Tennis. Ja, aber also die Reihenfolge. So, wo ist Golf zum Beispiel? Das Problem ist, Golf, also diese Teamnummer, den Ryder Cup, ich habe hin und wieder mal auch so ein, zwei Sachen geguckt. Die sind jetzt nicht ganz so krass. Also ich glaube, Augusta, ja, kann man noch Platz sehr empfehlen. 10 Liste. Oh ja, guck mal. Was ja, haben Platz wir da? 10 ist Eiskunstlauf. Im Fernsehen. Aus welchem Jahr ist die? Eiskunstlauf ist Platz 10? Gute Frage. Kann ich dir nicht perfekt sagen gerade. Platz 9 ist Tanzen, Platz 8 Tennis, Schwimmen, Handball, Motorsport, Ski, Boxen, Leichtathletik und auf 1 Fußball. Im Moment hat geklingelt. Ich hab keinmal. Hast du Alter Football gesagt? Nee. Ja, dann kann das schon Basketball nicht sein. Hat ja auch nicht gesagt. Das kann ich mir ja, schon wobei, nicht vorstellen. Ja, wobei, du musst ja überlegen, ne? Football guckt man ja auch im Endeffekt nur in den USA und ein bisschen in Europa. Also, ey, nee, so ich.
Leichter RTL, guckst du überall. RTL kauft sich nicht die Rechte von American, von der NFL, um sie dann in Primetime sonntags rauszumachen, wenn das keine Einschaltquote bringt. Ach so, ja, reden wir jetzt von Deutschland, oder? Ich wollte von Deutschland, ich meine, Eiskunstlauf ist doch nicht weltweit unter den Top 10. Ich habe keine Ahnung. Bei Sportarten, also da ist ja Cricket sowas dabei oder sowas, meinetwegen, aber doch nicht Eiskunstlauf. Das hat mich jetzt auch gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde mal gerne eine vernünftige Liste haben. Deutschland ist wahrscheinlich Fußball offensichtlich auf 1. Ja. Und dann wahrscheinlich zwischen... Die 2 würde ich schon immer Leichtathletikmäßige sehen. Weiß ich nicht. Doch. Das Formel 1 vielleicht auch nicht mehr. Nee, das wird ja auch gar nicht mehr im TV übertragen. Die hatten halt mal sehr gute Einschaltquoten. Dass Fußball überhaupt noch auf 1 ist, wundert mich, weil du kannst ja nichts mehr gucken. Also, außer Sportschau kannst du noch gucken, aber... Aber Leichtathletik läuft halt im Free-TV, ne? Also, ja. Das ist halt, deswegen verstehe ich halt auch nichts. Weißt du, so Ryder Cup-Nummer zum Beispiel, das ist so ein geiles Event und das kommt erst in 2 Jahren wieder und die wollen doch eigentlich immer neue Zuschauer kriegen. Warum muss man das auch wieder hinter irgendwie, ich glaube, Sky hat das übertragen? Warum geht man da nicht mal hin und sagt, okay, einen der Tage übertragen wir komplett live im Free-TV, bam. Dann kriegst du neue Zuschauer, aber doch nicht, wenn du sagst, okay, du musst jetzt erstmal 30 Euro bezahlen. So, das kauft jemand, der den Sport nicht guckt, kauft sich das oder dann nicht? Ja, aber warum sollte man denn bei, also wenn ich, warum sollten die ihre Pay-TV-Rechte denn, also warum sollten sie das öffentlich zeigen? Dafür ja, weil der Sport ja doch mehr Leute haben will. Ja, nein, das geht ja dann nicht von Sky aus, sondern von den Rechtevergebern. Ja, aber die Rechte ver... Ja, aber dann würde ja DAZN oder Sky oder sowas weniger Geld zahlen, weil sie halt einen Spieltag weniger zeigen können. Ja, dann würde ja die DFL weniger Geld verdienen. Du musst ja keine Werbung... Ja, oder DFB, keine Ahnung, wer die Liga, Bundesliga jetzt zum Beispiel verkauft. Ja, bei einem Tag, also machen die ja eh schon, das Eröffnungsspiel kannst du ja sehen. Ja, genau. Aber bei so Sportarten wie Golf zum Beispiel verstehe ich dann nicht, warum gehen die nicht hin? Okay, den letzten Tag vielleicht nicht, aber warum haben die den Samstag nicht im Free-TV übertragen? Ich wollte keinen Free-TV-Sender for free haben. Das ist doch so wie bei... Hatten wir da nicht im Podcast mal drüber gequatscht? Oder war das so, wo ich gesagt habe, dass die US Open von irgendeiner Internetseite die Rechte in Deutschland übertragen hat? Genommen hat? Jo, stimmt, wa? Weil keine Sau haben wollte. Ja, irgendwie Deutschland, sportdeutschland.tv, irgendwie sowas. Keine Ahnung, weil keiner die Rechte sich kaufen wollte von der US Open, weil die halt einfach nicht relevant genug sind für die... Und keiner wollte sich die Frauen-WM zum Beispiel holen. Das war ja auch am Anfang. Weil du Golf magst, muss nicht allgemein so sein. Ja, aber das ist ja genau mein Punkt, ne? Also, wie sollen denn Leute eine Begeisterung von so einem Event überhaupt mitbekommen? Welcher Sportart, wenn du die nicht gucken kannst, sondern erstmal 40 Euro dafür latzen sollst. Die könnten das zumindest vielleicht auf YouTube einfach mal zeigen for free. Auf ihren Kanälen, ja, PGA oder so, weißt du. Und dann kannst du einfach da gucken. Muss ja nicht jedes Ding sein, wie du schon sagst, reicht ja mal einen Tag komplett. Ja, genau. Also das muss ja auch nicht unbedingt nur Golf sein, alle anderen Sportarten ja auch, weißt du. Also, ja, absolut. Wie willst du da neue Leute kriegen, wenn du alles hinter einer 50 Euro Bezahlschranke liegst? Ja, du musst sie zumindest irgendwie so Häppchen geben zum Probieren. Und der da muss halt auch schmecken. Boah, Alter, Junge, voll in die Küche gefahren. Krassesten Analogien hier. Perfekt, gute letzte Worte. Ich muss jetzt leider los, weil ich zum Doktor muss. Mach's gut. Ich hoffe, du kommst morgen, ne? Ja, ich werde morgen, also wenn ich jetzt nicht gleich auf positiver Corona werde ich wahrscheinlich morgen erscheinen, ja. Das wäre gut. Ja, okay. Deswegen. Dann noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss. Also ich finde halt, die NFL macht das ja echt gut. Auch mit den Rechten in Deutschland und so weiter. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch größtenteils ran gewesen sein, die den Hype aufgebaut haben. Aber auch die NFL hat das ja sehr, 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 sehr stark gemacht. Auch mit dem Marketing, was die dann so in Deutschland verballert haben irgendwie. Irgendwie haben die das hingekriegt. Mhm. Und keine Ahnung, ob das dann halt die PGA-Tour dann halt überhaupt, ob der Markt in Deutschland überhaupt groß genug wäre, dass das Interesse da ist für die, keine Ahnung, meinetwegen für Golf, PGA, ich weiß es nicht, wie die da heißt. Ja, wie gesagt, der Sport ist ja egal. Es geht ja immer nur darum, irgendwelche Sportarten. Klar, Fußball brauchst du nicht machen, weil die Begeisterung an Fußball sieht jeder, weil jeder hat halt irgendwann mal gespielt. Sondern hast du für dich selber entschieden, boah, ich finde das geil oder ich finde das scheiße. Und wenn du halt selber spielen komplett kacke findest, dann ist auch der Berührungspunkt ja gar nicht da. Aber es gibt ja super viele Sportarten, die hat man ja nie gemacht und da überhaupt keinen Berührungspunkt mit.
ne, also von wegen Leichtathletik, Football, whatever. Und das würde ich mir dann auch nicht angucken. Mama, ja, ich sehe gerade hier, dass wo scheinbar die Quoten von RTL relativ schwach sind. NFL bei RTL, TV-Quoten bleiben auch am dritten Spieltag schwach. Ich finde, also ich habe... warte. Zeigen ja von 19 bis, keine Ahnung, 24 Uhr oder 1 Uhr quasi die zwei Spiele. Auf dem RTL-Hauptkanal 0,76 Millionen haben sich das Patriots-Spiel gegen die Jets angeguckt am dritten Spieltag. Oh, das ist schade. Das dürfte eins der letzten Spiele gewesen sein, die Patriots noch gewinnen. Das ist wohl wahr. Dann haben sich jetzt auch noch die zwei Defense-Leute verletzt. Also für Sonntagabend ist 0,76 Millionen halt tatsächlich echt wenig, ne? Ja, voll schade ist. War das denn zum Vergleich bei ProSieben? Das ist eine verdammt gute Frage. ProSieben NFL-Quote. Ja, gute Frage. Wie das vorher war. Gut, Super Bowl übrigens kannst du nicht zählen. Möchte ich mal sagen, dass Golf mehr Mitglieder in Deutschland hat als Schwimmen, ja? Und Schwimmen wird hier übertragen. Deutschland wird ja auch Golf übertragen, halt nur im Pay-TV. Höchstes Mitgliederwachstum 2017. Na, welche Sportart? Jujutsu. Und danach Skibob. Und danach American Football. Okay, Football ist natürlich eine blöde Sache. Ich finde leider nur gerade die Quoten vom Super Bowl. So, das ist halt okay. 4,6 Millionen. Was auch echt stark ist. Da, Munich Game. Wo wir waren vor Ort. Kann ich mir vorstellen, dass das gute Quoten hatte, weil, naja, Wald in Deutschland. Erste Quarter auf beachtliches 23,6% Marktanteil sowie insgesamt 1,32 Millionen Fans. Für Golf brauchst du immer eine Mitgliedschaft, schwimmen kannst du im nächsten See. Ja, nee, da ging es nur um Mitglieder. Also da bist du dann auch Schwimmmitglied. Also ich hatte mir ja damals die, als das Kansas City gegen Lions Spiel dann nachts war, um 2 Uhr, das habe ich mir auf RTL auch angeguckt und ich fand die Übertragung von der RTL halt ganz gut. Also mich hat das jetzt nicht persönlich gestört. Zu vorher. Aber ja, also ich gucke ja eh der Zone beziehungsweise den Game Pass. Ja, ja, den gucke ich auch. Also schön, deswegen, das Sonntag war halt geil, ne? 6,5 Stunden Golf, so dann 1,5 Stunden ich. Pause und dann nochmal 7 Stunden Football. Von den 6,5 Stunden, wo du Football geguckt hast, habe ich wahrscheinlich ungefähr 3 Stunden angestanden im Europapark. Ach, guck mal, da warst du schon da. Ja, Sonntag und Dienstag war ich im Europapark. Ach, guck mal. Ja. War nice. Sonntag und Dienstag? Warum denn nicht Montag? Wir hatten 2-Tagesticket und hatten einen Tag halt frei. Also, ne, einen Tag hatten wir halt zu irgendwas, wo wir uns was angeguckt haben und wir. Wettervorhersage war für Montag noch gut. Sonntag mussten wir hin und dann hätten wir uns für Montag oder Dienstag für den Europapark entscheiden können, weil du so ein 2-Tages-Ticket hast. Das musst du dann, also du hast halt dann den bestimmten Tag, wo du erst gehen musst. So, das ist dann der Sonntag bei uns gewesen und dann hast du 6 Tage Zeit, nochmal reinzugehen. Und wir haben uns dann für den Dienstag entschieden, weil Montag, wie gesagt, besseres Wetter vorher gesagt war. Und dann sind wir dann in die größte Schlucht Deutschlands gegangen, der Wutachschlucht. Hui. Wo ist das? Ganz im Süden. Also relativ weit. Also noch unter Freiburg? Süden. Ja, ich glaube schon. Wenn du Wutachschlucht eingibst, kannst du bei Google Maps sehen. Also die ist sehr weit unten. Also der Europapark, der ist ja hier bei Kappel Grafenhausen, ne? Wer kennt's nicht? Am Sonntag war alles so unglaublich voll. Ja, das glaube ich. Das war krank. Und Dienstag, am Tag der Deutschen Einheit, war es echt entspannt. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass die ganzen Franzosen auch nicht da waren. Weil die ziehen natürlich auch eine Menge an, wenn das in Rust ist. Ja, ja, klar. So, da ist er direkt an der französischen Grenze und da war deutlich weniger los, was wiederum sehr, sehr geil war. Aber muss sagen, die haben jetzt quasi Halloween, haben sie echt schön gemacht. Also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Kürbisse die da hingepackt haben. Wirklich, das geht locker in die 5-stellige Zahl. Was? Locker. Und, Aber ist das krass. Nicht erst in einem Monat? Ja, aber die machen einen Monat lang Halloween als Thema. Ja, so wie jetzt schon hier seit 2 Wochen Spekulatius und der ganze andere Driss verkauft wird für Weihnachten.
Ja, genau. Nee, also, aber wirklich schöne, sehr, sehr schöne, schöner Freizeitpark. Wenn man da mal hingehen will, das kann man empfehlen. Also von den Achterbahnen her richtig gut. Habe ich auch immer gehört. Also ich glaube, Peter war ja auch da und war begeistert. Mhm. Die Wutachschlucht hat die höchste, ich gucke mir das gerade von oben an, das ist doch nicht die höchste Schlucht, wenn ich mich ich mich da irgendwie auf, die Zugspitze stelle, geht doch weiter runter, oder nicht? Ja, aber nee, eine Schlucht ist ja dann was anderes. Ach so. Also eine Schlucht ist ja links und rechts ein Graben. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Einfach nicht eine Klippe. Ach so. Oder bin ich, also ich kann ja jetzt nicht auch nicht sagen, was die Definition von Schlucht ist, aber sie sagt, das ist halt die größte Schlucht in Deutschland. Ah, okay. Oder längste Schlucht. Kann ich hier auch nicht genau sagen dann. Aber ist schön da, kann man gut laufen. Ja, Schwarzwald generell ist sehr schön. Weißt du, das Schwarzwald? Ja, doch, ich glaube schon, keine Ahnung, da ist überall Wald. Da ist überall Wald. Ja, mit deinen Patriots läuft es ja schwierig, ne? Ja, läuft halt. Also Offense ist richtig stark. Also so stark, dass man den Quarterback gesagt hat, Junge, du warst so gut, jetzt setzt du dich mal auf die Bank. Und dann lassen wir mal den zweiten ran. Und jetzt letzte Woche haben sich noch zwei Defense-Spieler verletzt. Vor allem die stärksten. Die besten Defense-Spieler sind jetzt auch noch raus. So für die Saison. Oder zumindest bis Ende des Jahres. Aber da ist dann auch die Saison gelaufen. Ja. Ja. Gerade bei der Gruppe ist das sowieso schon schwer gewesen. Ja, die ist durch. Also hoffentlich gewinnen wir nochmal gegen die Jets, aber. Ich bin auch schon im Draft-Modus. Mal gucken, was sich da so macht. Vielleicht ist das ja auch der große Plan, ne? Also wir wissen ja alle, im Football oder generell im amerikanischen Sport ist es ja so, je schlechter du abschneidest, desto besser ist deine Position im Draft für nächste Saison. Und vielleicht ist das Long-Term-Game einfach gute Draft-Plätze zu kriegen oder so, keine Ahnung. Ja, wie stehen die denn? 1-3. Ja. Auch nicht so geil. Ja, das Problem ist, du hast so viele schlechte Teams halt noch. Das ist schwierig, tatsächlich da unter die Top 5 zu kommen. Auch für Patriots und Bengals. Also. Ja. Ich weiß gar nicht. Wie sieht denn der Schedule aus? Von was? Von den Patriots oder von den Bengals? Von den Bengals will ich gar nicht drüber reden. Das ist einfach nur Niederlagen. So, wir hatten jetzt die Cowboys. Ah ja, Saints, Raiders, so. Geil, dann wieder Bills. Patriots. Bills und Dolphins wieder, da wäre schön. Ja gut, okay, das ist halt das Problem, wenn du die halt immer im Dingens hast, ne? Das ist richtig. Guck mal, Saints ist machbar, weil der Dingens ja verletzt ist, der K. Der Quarterback von den Saints. Guck mal, da habt ihr vielleicht eine Chance. Raiders sind auch trash. Raiders auch machbar. Ja, Raiders sind auch scheiße. So, Bills schwierig, Dolphins schwierig, Commanders, kommt auf die Tagesform an. Colts finde ich schwer. Genauso. Giants, also. Ja, bis dahin ist Saquon Barkley hoffentlich wieder fit. Waren sehr wilde Spieltage, liebe Zuhörer. Also teilweise hast du, die Miami Dolphins haben sogar sich dagegen entschieden, das höchstscorte Game zu machen ever. Die haben einfach mal 70 zu 20, glaube ich, ja. Gegen die Giants Denver gewonnen. Broncos. Broncos, ja, stimmt. Die Giants waren nur die auf. Ja, die Giants sind auch schlecht. Aber die Broncos haben 70 zu 20 verloren und man hätte sogar noch die Chance gehabt, mit einem Field Goal 73 zu 20 machen, aber haben sie dann sich gedacht, Mensch, reicht jetzt auch, der ist schon tot. Ja, das ist dann halt auch irgendwann so ein sportliches Vorführen, was sie dann gesagt haben, was auch eine coole Sache ist. Aber die haben 70 Punkte, Alter, also dann hätten sie auch 20 Punkte vorher aufhören können. Das ist ja trotzdem irgendwie so, weiß ich gar nicht, ob die dann halt, ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit die mit 70 Punkten da geführt haben. Naja. Aber sonst ist irgendwie, wenn ich mir das hier so angucke, CS2 ist erschienen. Mhm. Habt ihr das schon gespielt? Ja, ich hab schon, ja. Einige Pro-Spieler beschweren sich über fehlende Modi und Features. Ja, das ist die Frage, ob das Pro-Spieler so viel stört, dass Wingman nicht da ist oder sowas. Also ich weiß, dass mich stört, dass wir schon, wir haben uns nur 1,5 Minuten damit beschäftigt, aber einen eigenen Server machen zum Verstecken spielen war jetzt nicht so easy. Einfach hier benutzen wir Boom Join. Ja, vielleicht kommt das ja noch, so benutzerdefinierte Maps. Ja, die gibt's, also im Workshop gibt's, habe ich Hide and Seek Maps gefunden, aber. Ah, okay. Muss mal gucken, und dann, wie die startet. Also, du hast halt viele Sachen, die halt noch nerven. So, keine Ahnung, wenn du
als T hast du, als Terrorist, ich weiß nicht, woran das liegt, hast du immer irgendwie einen Vorteil, wenn du piekst, weil du gefühlt immer vorher die Gegner sehen kannst als der CT dich. Ich weiß nicht, woran das liegt, irgendwie an den schlechten Servern, an der, keine Ahnung, Tickrad, ich habe keine Ahnung, wie das ist, aber das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Und das ist halt echt beschissen. Und dann hast du dieses Blocken immer von den Leuten, wenn du am Start bist oder sowas. Du willst dann irgendwo schnell hinrennen und du blockst dich wie scheiße. Das ist auch echt ätzend. Aber insgesamt gesehen macht mir CS2 schon sehr viel Spaß. Aber ich bin auch kein Pro-Spieler. Da ist mir das halt eigentlich relativ egal, dass ich da nicht irgendwelche cranken Angles machen kann oder sowas. Das stört mich gar nicht. Aber Was ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber dieses Ranking für jede Map finde ich auch noch eine komische Sache, wenn du verschiedene Maps spielst. Wenn du natürlich nur das 2 spielst, ist da was anderes. Hä? Du kriegst jetzt für jede Map kriegst du einen Rang. Wird? Also du kannst Global in das 2 sein und Silver 4 in, keine Ahnung, Overpass. Das finde ich und aber smart. Ja, das finde ich auch smart, aber du musst, um erstmal eingerankt zu werden, 10 Siege machen auf jeder einzelnen Map. Das heißt, um überhaupt einen Rang zu bekommen, muss ich 10? Auf der Map, ja. Achso, das heißt, auf der Map muss ich erstmal 10? Ja, richtig, also wenn ich nur das 2 spiele, cool, aber wenn, so was wie wir, weil wir halt immer jede verschiedene Map spielen, da kannst du halt 100 Siege machen. Wie lange willst du brauchen, um 100 Siege zu haben, damit du überhaupt überall einmal gerankt bist? Krass. Gut, du hast natürlich den Premier-Modus, der ist halt natürlich dafür da, dass du immer wieder verschiedene Maps spielst, weil das ja diese Pick-and-Bun-Phase ist, wie man sie noch aus der Beta, sag ich jetzt mal, kannte oder kennt. Das ist auch mein präferierter Modus, weil ich finde es halt auch komplett Quatsch, irgendwie sich 10-mal da rein zu gammeln in Dust 2 oder was auch immer, oder meinetwegen Nuke. Mhm. Aber du musst ja halt auch erstmal dann 10 Siege holen, weil jeder muss sich gerade einranken und dann spielst du halt natürlich nicht gegen irgendwelche Silber- oder Goldspieler, sondern da sind dann immer richtig gute und dann ist das halt super frustrierend, wenn du dann irgendwie 25 Matches hast oder 30, um überhaupt 10 Siege zu haben. Wie viele Stunden du daran verbringst. Okay, das ist dann eher schlecht, vor allen Dingen für uns. Ja, weil ich meine, wir sind halt immer unranked. Halt, ne? Wir werden halt nie einen Rang bekommen. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie gesagt, Premier geht halt natürlich, du wirst halt dann bei Premier kriegst halt wieder deine Punktzahl und dann nach 10 Siegen kriegst du deine Punktzahl. Das ist halt okay, spielst halt deine 30 Matches und dann bist du eingerankt, so wie früher. Nur, dass du halt dann kein Global hast, sondern, keine Ahnung, 3000 Punkte oder 15.000 oder wie viel auch immer, je nachdem, wie gut du bist. Aber mal schauen. Also, freue mich auf jeden Fall auf die LAN. Ich denke, da wird die ein oder andere CS-Runde mal durchaus kommen können. Tippe ich mal. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, das werden wir auf jeden Fall spielen. Hallo, eine LAN ohne CS, wäre das. Ja gut, wir sind halt sehr viele, ne? Ja gut, dann spielen wir halt, wenn die anderen essen oder so. Oder sagen halt, wir machen 2 Matches, also 2 Teams. Oder auch gegeneinander spielen, whatever. Das kriegen wir schon hin. Früher, weiß nicht, bei der LAN waren wir 4 oder 5 Leute und haben CS gespielt. Ja, also. Ja, da freue ich mich drauf, das wird cool. Die anderen News, weiß ich nicht, sind jetzt irgendwie so: Epic Games hat Leute entlassen, noch über 900, obwohl die irgendwie 6 Milliarden eingenommen haben. Das ist eine krasse Sache, warum macht man so? Das habe ich auch irgendwo bei Gameswirtschaft, glaube ich, gelesen. Entlassen mit der Begründung, dass sie zu viel Geld ausgeben, als sie einnehmen. Also, das ist der erste Schalter, ist immer Leute entlassen. Und dass sie viel Geld ausgeben, kann ich mir vorstellen. Die bezahlen doch wahrscheinlich relativ gut für diese hier Epic, eine Woche zuerst auf Epic, dann die ganzen kostenlosen Spiele, die Lizenzen für Fortnite. Also da kommt, glaube ich, schon einiges zusammen. Ja, okay, das kann natürlich sein. Aber natürlich die haben Kacke, auch in den letzten, man dann auf den Mitarbeitern wieder auslässt. Ja, die haben natürlich in den letzten 2-3 Wochen, fand ich, waren die Skins auch alle scheiße bei Fortnite. Da habe ich denen auch nicht so viel Geld quasi in den Rachen geschoben. Also bei ein paar Leuten ist es natürlich immer so eine Frage, wie projektbezogen das ist. Ne? Wenn gerade nichts ist, dann brauchst du halt auch keine Leute. Also brauchst keinen Programmierer, wenn gerade nichts zu programmieren da ist. Aber das sind dann doch relativ viele gewesen. Published Epic auch? Ja, ne? Ja. Ich weiß das gerade gar nicht. Fortnite, ne?
Also, ja. Ja, pff. Ist halt immer, finde ich immer ein schlechtes Zeichen, wenn irgendwelche so Games-Riesen dann Leute entlassen. Da habe ich immer ein schlechtes Gefühl bei. Dass es denen dann nicht so gut geht oder direkt Microsoft sich denkt, oh, guck mal, 900 Mitarbeiter entlassen, denen geht's nicht so gut. Ah, da kaufen wir mal schnell Epic Games. Das können die auch nicht immer alle. Also irgendwann ist dann auch mal Schluss, weil also da ist dann doch das Monopol dann sehr gegeben. Und ja, das stimmt wohl. Ja, die sollen sich nur Game Freak kaufen. Nee, doch Game Freak hat die Rechte an Pokémon, ne? Ich glaube ja. Nee, Pokémon Company. Weiß ich nicht. Game Freak sind nur die das Spiel entwickeln. Irgendwer hat die ganze Zeit gefragt, hier spielt die Metal Gear Solid Collection. Also ich kann ja sagen, na Dennis, Peter und so, das sind solche großen Metal Gear Solid Fans, hundertprozentig. Was ist denn die Metal Gear Solid Collection? Ich befürchte, das ist genau das, was das für die PlayStation Solid. 3 gab es das ja schon mal. Auf der PlayStation 3 habe ich das. Also da gibt es ja hier alle Metal Gear Solid Teile irgendwie. Da habe ich auch gespielt. Und es soll jetzt für die PS5 kommen. Die Master Collection One Day Edition. Was ist denn da drauf? Wahrscheinlich 1, 2, Metal und Gear, 3, oder? Metal Gear 2 und. Ja, 1, 2 und 3. Snake's Revenge. Ich weiß nicht, was Snake's Revenge ist. Snake Eater. Ja, das weiß ist, nicht. Das ist doch halt der Remake-Teil, oder? Also, das ist dann aber nicht die Remake-Nummer, sondern wahrscheinlich. Warte mal, wie ist denn das denn eigentlich? Stimmt. Das ist nicht das Remake, was dabei ist, sondern Remastered und dann gibt es irgendwann das Remake? Keine Ahnung. Ich finde halt sowas immer relativ schwer für neu. Also das ist natürlich geil für Leute, die halt das Spiel feiern. Ja. Aber für mich ist das jetzt halt so gar nichts, weil ich kann halt nicht mit so einer alten Grafik, das wird nicht bei mir klicken. Auch wenn das vielleicht ein Klassiker ist. Ich habe am Wochenende im Urlaub habe ich mir das gleiche gedacht und habe nochmal Soldier of Fortune 2 gespielt. Was ist das denn? Das ist ein Shooter von 1997 oder so. Wenn ich das nicht früher gespielt hätte, die sehen so hässlich aus, die Teile. Auch so Metal Gear Solid, da hast du schon recht. Hm. Also ich habe jetzt, ich will jetzt ja noch, ich spiele ja auch gerade Phantom Liberty und Cyberpunk durch, macht auch immer noch Spaß. Will danach habe ich eigentlich Bock noch mal oder mal wieder, wobei ich werde wahrscheinlich bis dahin wird der FM raus sein, dann werde ich da wahrscheinlich nicht spielen, aber ich hatte eigentlich mal Bock noch mal auf Final Fantasy 7. Aber nicht dann das Remake, sondern das ursprüngliche Spiel, damit ich dann die Unterschiede habe zwischen den Dingern. Einfach ganz entspannt irgendwie vielleicht auf der Switch oder sowas. Ich muss mal gucken, wo ich das. Ich habe das geguckt, ob ich das irgendwo bei Steam, PlayStation oder Nintendo habe. Habe ich bislang noch nicht. Deswegen weiß ich noch nicht, wo ich es mir holen werde, wenn es dann soweit ist. Aber irgendwie hätte ich da mal Bock drauf. Hast du da etwa nicht GOG, die dir anzeigen? Wobei, nee, für die Konsolen zeigen die das ja nicht an. Also, GOG. Wobei doch PlayStation geht. Also, der zeigt mir auf der PlayStation auch an, weil ich dafür Spiele habe. Die ja, schon einem, also, das ein oder andere Mal den Arsch gerettet, sonst hätte ich Spiele wieder dreifach gekauft. Ja. Hätte ich zumindest mal Bock zu. Ja, glaube ich. Ich muss aber auch sagen, ne, ich weiß von Final Fantasy VII gar nichts mehr. So ja, ungefähr noch, wie die Leute heißen, aber ich habe ja nur das Remake gespielt einmal. Ja, okay, das ist natürlich dann blöd, wenn du niemals den ursprünglichen Teil gespielt hast, ne? Wenn jetzt dann der Nachfolger irgendwann kommt, ich weiß einfach nichts mehr, also. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß, ich bin auch kein Freund von, ehrlich gesagt. Das habe ich aber schon in so tausenden von Podcasts gesagt, wo wir darüber geredet haben. Aber vielleicht wird's ja geil. Aufstückeln. Ja. Ja. Was hatten wir sonst noch? Ich habe wieder mit Baldur's Gate angefangen, weil ich Starfield durch habe. Hast du einen neuen Run angefangen oder spielst du es weiter? Nee, ich spiele Baldur's Gate weiter. Ich bin jetzt hinterm Underdark, ne? Da wo du so diese Dunkelheitsschaden kriegst. Da bin ich jetzt gerade. Das ist ein geiles Setting, der zweite Akt. Also ich muss sagen, ich habe nur, glaube ich, einen Fehler. Es gibt ja diesen Halsi, also das ist alles vom Anfang, ne? Deswegen ist das jetzt nicht so der Megaspoiler. Es gibt ja als Gefährten diesen Druiden. Ja. Und den habe ich befreit. Und dann sagte er noch so, yo, wir sehen uns quasi am Hain. Und dann, ne, weiß ich nicht, dann treffen wir uns halt da wieder. Und dann bin ich zum Hain und habe den gecleared, weil der wurde ja angegriffen. Aber der ist weg. Ich finde den nicht. Dann habe ich mich sogar, und ich kann immer nur wieder betonen, Druide ist eine richtig geile Klasse. Ich habe mich dann als Rabe und Katze durch das gesamte Goblin-Lager wieder geschlichen, um zu gucken, ob der eventuell noch da irgendwo ist, aber ist der nicht.
Hast du mal in dein, guck mal in dein Zeltlager. Nee, da ist der auch nicht, weil meine Quest sagt immer noch, yo, triff dich mit dem vor dem Druidenhain. Okay. Ich glaube, das ist buggy. Aber ist nicht so schlimm. Das ist natürlich, das ist immer belastend, sowas, ne? Also ich bin halt selber Druide, deswegen ist halt nicht so schlimm, dass der fehlt. Ich glaube, den kannst du auch nicht benutzen. Also ich konnte den nicht steuern bislang. Ach so, okay. Er ist einfach nur klingt bei mir im Lager. Auch. Mal gucken, vielleicht kommt er später. Bisher ist aber alles ganz cool. Ja. Starfield war schön. Also das Ende ist wirklich cool. Die Story fand ich auch toll, aber da haben wir ja schon sehr häufig drüber geredet. Das große Aber lässt mich das jetzt nicht nochmal spielen. Ja, was erscheint denn sonst noch? FM, wie gesagt, Fußballmanager wird, der soll richtig geil sein mit vielen neuen Updates. Da freue ich mich richtig drauf. Da wird wieder locker 100 Stunden plus Spiel bei mir. Ja, nice. Also ich freue mich tatsächlich mal wieder auf ein City Skylines 2. Oh ja, das auch. Das wird auch richtig lecker. Wenn wir es getan hätten, dürfte man sagen, ob wir da reingeguckt hätten? Ich denke nicht. Okay. Also dürfen wir da nichts zu sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe noch nicht reingeguckt, falls das irgendwer denkt. Achso, nee. Also wirklich, weil ich habe schon lange kein Stadtbauspiel mehr gespielt, tatsächlich. Ja. Und so. Aber gut, City Skylines hat auch viel Charme bekommen durch die ganzen DLCs, die dann kamen, ne? Und Tiefe. Bin ich gespannt, wie das dann beim Hauptspiel sein wird. Also das weiß ich nicht, weil die habe ich nicht gespielt. Oh ja. Wie viel Tiefe das haben wird. Also, ja. Wer ist denn WB? Writing Bull. Writing Bull hat gesagt, er hat reingeschaut, also glaube ich, darf man. Ja, weiß ich nicht, Junge. Vielleicht hat er ja irgendwie eine andere als wir. Naja. Alan Wake erscheint noch. Bin ich auch noch drauf gespannt. Ja. Sonst weiß ich das ja gar nicht. Es reicht, also zumindest reicht mir das auch. Aber da gibt's weiß ich gar nicht. Was gibt es denn noch? Weiß nicht, ob ich mir die Enttäuschung. Also, ich glaube, meine Top-Enttäuschung dieses Jahr ist Diablo. Weil ich damit eigentlich gerechnet habe, dass Forza. Das Spiel erscheint und dann. Und dann spiele ich das einfach nur ein halbes Jahr bis zum geht nicht mehr. Was nicht passiert ist. Und da ist jetzt aber bald die neue Season. Und ich glaube, ich werde mal nur wieder reingucken. Wir haben gestern Campfire-Stream gehabt. Tatsächlich. Ja, ja, genau. Weil da haben sie ja erzählt, was in der neuen Season alles ist. Das haut mich jetzt alles nicht so vom Hocker, weil. Quests, ja schön, ne? Ah, also, ich glaube, das wird viel damit zusammenhängen, dass du halt einfach, dass die gar nicht so schnell nachentwickeln können. Mit dem. Das ist wie McLaren bei Formel 1. Die haben in eine falsche Richtung entwickelt und müssen jetzt erstmal in die andere Richtung entwickeln, um quasi da in die richtige Richtung zu gehen. Und ich glaube, das braucht so ein, zwei, drei Seasons noch. Story-Content brauchen die ja gar nicht. Ah ja. Die brauchen Late-Game-Content halt, vernünftigen. Stimmt. Kai AKK hat recht. Das kommt jetzt auf Steam. Ist das schon Verzweiflungstat, Diablo auf Steam zu bringen? Vor allen Dingen würde ich mich, also ich bin sehr auf die Statistiken gespannt bei diesem Game, weil dann kann man ja die Spielerzahlen sehen. Da ist Blizzard ja sehr bedeckt. Weil ich glaube, wenn dein Spiel halt auf deiner eigenen Plattform richtig gut läuft, warum willst du die nach Steam geben, wo du dann halt Geld bezahlst oder Geld abgibst. Also nicht, scheint Rave ja dann Peak erreicht zu sein, den die jetzt versuchen aufs Team mitzunehmen. Ich habe irgendwo gelesen, dass so ein Gerücht aufkam, dass Diablo 3 Season aktuell mehr spielen als Diablo 4 Season. Diablo, also Resurrected ist auch eine neue, Diablo 2 Resurrected, habe ich auch mal überlegen, da mal wieder reinzugucken. Und da, die Storys, ne, in beiden Games sind halt nicht vorhanden, wenn du die Story mal durch hast. Dann spielst du die Story halt logischerweise in Diablo 2, weil das der Progress ist, aber die interessiert dich ja nicht. Und in Diablo 3 auch nicht. Deswegen ist der Punkt, Diablo 4 besser zu machen, für mich nicht, ja, du hast jetzt neue Questlines und so. Das brauchst du eigentlich nicht. Ja, aber ich bin halt auch nicht Spieleentwickler genug, um zu sagen, okay, du kannst jetzt, keine Ahnung, die haben jetzt gesehen, oh, Season 1 komplett reingeschissen, und komplett scheiße entwickelt. Die werden ja nicht erst ab dem Release von Season 1 mit Season 2 anfangen, sondern die werden ja schon vorher wissen, was sie, oder werden schon angefangen haben zu entwickeln für Season 2 und da wirst du wahrscheinlich diese Questreihe halt schon drin haben und da können sie halt nicht mehr jetzt die Reißleine ziehen. So jetzt vielleicht so
in Season 4, 5 haben sie vielleicht gemerkt, so, oh shit, wir müssen mehr hier, fuck, wie heißt das? Wenn du da Quality of Life machen. Wir müssen mehr Late Games bringen, wir müssen da mehr Spannung reinbringen, wir müssen die Klassen interessanter machen, mehr Builds reinbauen. Wir brauchen vielleicht mal irgendeine Usage für Gems oder Gems. Ja, irgendwie sowas, so, weißt du, ne? Das ist so, Aber ich hoffe, dass das mit einem Add-on oder mit einem DLC oder sowas irgendwann. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass Diablo 4 irgendwann ein sehr, sehr gutes Spiel sein wird. Irgendwann dann, ja, nur da ist dann wieder die Frage, wie lange dauert das noch? Das ist die Frage, ob das bis vor Path of Exile 2 da ist und ob das nicht dann sehr viele Leute, die sauer sind auf Diablo 4, dann dafür rüberspringen werden. Weil jetzt, also ich bin jetzt auch mittlerweile, früher zu Path of Exile 1, ne, weiß ich nicht, Diablo 3 reicht mir so, ist okay, ist cool. So habe ich nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, so Diablo 4 hat mich echt auch sehr auch enttäuscht und so weiter. Und jetzt bin ich so mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich sage, Path of Exile 2, da gucke ich doch mal rein. Warum denn nicht? Ich hatte so, ja mal vielleicht wird mir das Spaß machen oder nicht. Ich hatte ja mal eine Klasse in Path of Exile gespielt und mich da auch so ein bisschen eingefuchst, also nicht so wirklich deep. Und tatsächlich irgendwann vor ein paar Wochen habe ich mir gedacht, ist Path of Exile 2 eigentlich schon so spielbar, Beta? Und habe geguckt und war so, nee, leider nicht, schade. Nee. Und dann hat wieder, aber wäre es spielbar gewesen, kann ich dir sagen, ich hätte es installiert. Path of Exile kommt nächstes Jahr, glaube ich, irgendwann raus. Ja, ja. Das dauert noch ein bisschen. Ja, in einem Monat ist die BlizzCon, dann wissen wir hoffentlich mehr. Und ganz ehrlich, ich bin vor Jahren noch der festen Überzeugung gewesen, dass Blizzard meine absolute Lieblingsspieleschmiede ist. Was sich leider unabhängig jetzt tatsächlich, also nicht ganz unabhängig, aber wenn man rein auf die Spiele auch guckt und nicht nur, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, sich echt gewandelt hat. Also ich muss leider sagen, WoW interessiert mich nicht mehr. Ne? Also klar, die Weil du auch cool nicht die und Zeit hast, nice. um die Gilden-Action zu machen genau, und so. Ne, das aber, ist halt das Problem. Ja, aber auch so vom Game, weißt du, so. Das Game finde ich immer noch cool vom Prinzip her, aber mich stört halt, dass ich halt immer da quasi mir 2-3 Abende pro Woche eigentlich Zeit nehmen muss, damit ich halt diesen Content hinterher hasseln kann. Dann Overwatch 2 haben sie auch voll verkackt. Diablo ist jetzt echt Flop gewesen, so. Also eine ziemliche Enttäuschung. Blizzard hat in meinen Augen für mich persönlich gerade keine attraktiven Spiele. Und das finde ich echt krass, weil ich mochte eigentlich immer so die Franchises von denen sind alle super. Aber die Spiele, Entscheidungen und Entwicklungen, die so in den letzten Jahren rausgehauen haben, waren echt nicht geil. Vielleicht ändert sich halt auch einfach so dein persönlicher Geschmack. Ich meine, ich habe auch früher viel so WoW gespielt, viel auch Diablo 3 und so weiter. So, dann irgendwann habe ich auch angefangen, ganz relativ viel FIFA zu spielen, als es noch FIFA hieß. Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe nicht mal EAFC bislang einmal gestartet. Keine Ahnung, jetzt habe ich aktuell mal Bock auf den FM, auf den Fußballmanager von Sega. Da hatte ich früher nicht so viel Bock. Das wandelt sich. Jetzt ist CS draußen. CS macht mir sehr viel Spaß. Ist doch, also, CS gab es ja immer schon, aber. Ja, aber ich habe CS nie viel gespielt. Auch CSGO habe ich nie viel gespielt. An WoW hat sich natürlich viel im Game geändert, aber. Das kann ich einfach nicht mehr. Also, das Spiel ist 20 Jahre alt jetzt bald. Ja. Also, das reicht dann auch. Ja, genau. Overwatch ist das Einzige, wo ich halt ganz gerne mal reinschaue zwischendurch, aber weiß ich auch nicht. Da ist dann auch nicht mehr so viel. Also, Diablo, klar. Diablo 2 Resurrected habe ich auch letztens wieder gezockt. Bis zum geht nicht mehr. Auch, ich meine, Diablo 4 habe ich auch nicht wenig gespielt. Muss man ja jetzt auch mal sagen, ne? Also. Das sind dann so die Reviews, wo du sagst, boah, Enttäuschung des Jahres, spielt Stunden 80. aber ich finde, auf der BlizzCon muss da mal wieder was kommen. Also, und ich fürchte, bis auf einen neuen Charakter oder so, oder Updates in Diablo 4 und ein neues Add-on für WoW. Neues WoW-Add-on, neuer Charakter für Diablo 4. Vielleicht nochmal sagen, vielleicht werden sie sogar schon das erste Add-on sagen, weil sie das... Ja, müssen sie langsam, sagen wir mal so, müssen da den Hype ein bisschen aufbauen, der halt weg ist. Wer ja für WoW wieder zuständig ist, ist Chris Metzen, den haben sie ja wieder reingeholt. Der ursprünglich da den ganzen Warcraft-Kram mitgemacht hat vor damals, als die Welt noch jung war. Der ist jetzt irgendwie wieder mit drin. Ach, ich glaube, wenn WoW Addon kommt, werde ich das auch wieder spielen und dann nach 2 Wochen nicht mehr. Aber ja. Ja,
Leider. Muss aber man. Blizzard halt trotzdem muss mal wieder Spaß. Ein geiles Spiel machen, finde ich. Das wäre gut, wenn das jede Firma machen würde, ne? Ja gut, das stimmt. Also, wie gesagt, okay. ich glaube, Assassin's Creed nimmt auch nicht die Wurst vom Brot oder wie er das nennt. Pass auf, ich habe noch zwei, wir kommen langsam mal zum Ende. Ja. Wir haben aber noch zwei Fragen und die sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die eine beantwortet, kannst du, glaube ich, gut beantworten, die andere okay, ich. Okay. Die erste Frage kommt von Johannes und Johannes schreibt, mein Vater geht bald in den Ruhestand und hat mit dem Gedanken gespielt, mit dem Gaming anzufangen. Er ist Motorsport-Fan und hat mich gefragt, wie und welches Rennspiel er spielen könnte. Ich selber spiele leider keine Rennspiele, daher die Frage, welches Spiel würdet ihr für einen Anfänger empfehlen? F1, Assetto Corsa oder vielleicht ein anderes. Macht's weiter, bringt mehr nicht wiederkehrende Formate zurück. Das ist halt die Frage, worauf er Bock hat, ne? Also, du... Wenn er mit dem Controller spielen kann, ja. Ja, also das klingt nicht so nach Arcade-mäßig, muss ich sagen. Also Forza Horizon eher nicht. Auch wenn das ein cooles Spiel ist, aber das, so Assetto Corsa F1 ist ja eher schon so die Light-simulationslastige Schiene, sag ich mal, oder? Ich würde schon, also wenn ich ein neues Spiel hätte, würde ich tatsächlich, also wenn ich Controller hätte, dann würde ich, glaube ich, so wie Forza spielen. Oder F1, je nachdem, ob ich auch F1-Fan bin, dann würde ich vielleicht auch in das F1-Spiel reingucken. Also Forza Motorsport meinst du aber, oder? Das neue halt, ja. Ja, also nicht die Horizon-Serie. Ja, warum denn nicht? Wenn der, wobei das ist, Forza ist jetzt auch nicht der Motorsport-mäßigste, ne? Du hast halt da gar nicht so, du hast halt ganz viele Autos und so weiter, aber du hast jetzt nicht, du hast halt normale Autos, sag ich jetzt mal, und nicht irgendwelche GT3 oder GT, wobei ich weiß nicht, ob da GT3 ist und GT4 ist auch sind, ne? Aber wenn der jetzt halt mal Bock hat, einfach ein bisschen was von seiner Rente abzuzwacken und sich dann für 300 Euro oder sowas mal so ein Lenkrad holen, dann würde ich halt sowas empfehlen, wie entweder halt meinen Assetto Corsa reinzugucken oder erstmal sowas wie Formel 1 oder Forza mit Lenkrad zu spielen oder du guckst dir, machst dir sowas wie Landwirtschaft geht natürlich auch, aber LKW hier, wie heißt das, American Truck Simulator oder sowas. Da hast du da auch Bock drauf. Gerade wenn du so in Ruhestand gehst, dann bist du, was bist du heutzutage? 67? Man fängt die Rente an. Ja, je nachdem, ne? Du kannst ja nur mit 63 Rente gehen. Also. Ja, richtig. Aber ne, dann bist du ja schon mal älter und betagter und so weiter. Dann ist doch sowas eigentlich auch ganz nice für einen. Ich wollte erst lachen, ne, weil, aber mein Papa, der ist ja auch im Ruhestand, der ist bei Euro Truck und American Truck Simulator dabei. Also. Ja, richtig. Deswegen, also da kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas dann auch spielt. Das aber ja, Assetto Corsa, Forza Motorsport. Ja. Ist da, glaube ich. Nee, Mario Kart Chat, glaube ich, dann. Ihr müsst ja überlegen, der Mann kommt gerade aus der Arbeitswelt und will seinen Ruhestand genießen. Das heißt, dein Körper fährt so ein bisschen runter. Wenn du dann durchgehend so einen Puls von 200 hast, weiß ich nicht, ob das so förderlich ist. Außerdem hast du in dem Alter wahrscheinlich nur noch weniger Freunde und dann alle Freunde auch nicht mehr zu mögen, ist dann auch nicht so geil. Okay, also zweite Frage kommt von Nils. Oh mein Gott. Chris hat vor einigen Folgen erwähnt, dass er einen Tiger in Australien adoptiert hat. Naja, also nicht adoptiert, aber naja. Ich bin Meeresbiologe, oh mein Gott, cool, der vor einer Zeit nach Australien gezogen ist, um mit Tigerhaien, deren Verhalten und wie man sie schützt, zu arbeiten. Oh mein Gott, also danke Chris, ja, sehr cool. Hat jemand anderes aus dem Team ebenfalls Umweltprojekte, die er unterstützt, sei es monetär oder sogar in Person? Ach so. Macht ihr noch Projekte mit dem Tierpark Weeze? Also es sind so zwei Fragen. Der Park Weeze war zumindest ursprünglich ja Friendly Fire. Ja, da ist aber Peter letztens auch mal gewesen, da gab es irgendein Update. Ja, das kann sein, die updaten das ja immer wieder, die Scheune. Mit weiß ich nicht was, aber ich war jetzt da auch noch nicht so, also ne, ich war da, hab mir auch einmal die Scheune angeguckt. Umweltprojekte, ich habe damals, als dieser fette Waldbrand war, in Regenwald, nicht Regenwald, Waldbrand in Australien habe ich ja, für Koala-Bären gespendet. Ja. Dass die da ein bisschen, dass es dem besser geht. Aber jetzt speziell irgendwie einen Tigerhai adoptiert habe ich noch nicht. Was machst du? Also scheiße, ich war bei der Folge, glaube ich, nicht dabei. Du hast aber einen Tigerhai adoptiert, oder was? Nee, das ist einfach, also du kriegst quasi, du kannst den tracken, also tracken im Sinne von. Ah, geil, er hat die ganze Zeit so ein alle X Tage gucken. Der hat quasi eine Harpune in seinem genau. Körper, die quasi abgeschossen und der ist so ein Nahsender jetzt dran. Genau, das ist so wie beim weißen Hai, da ist auch so eine Boje dran, damit der nicht so tief schwimmen kann. Ja, nice. Ne? Weil da kannst du besser gucken, wo der ist.
Nee, da kannst du alle paar Tage kannst du dann gucken, wo die ist. Quasi so auf Google Maps und die schwimmt. Die ist mal ziemlich weit geschwommen, tatsächlich. Und zwar, also Shaka heißt, also ist der Name. Okay. Und die ist von der ostaustralischen Küste geschwommen nach Papua-Neuguinea, nach Port Moresby. Und hat dann da so ihr Unwesen getrieben. Und das ist schon ganz, also ist schon nicht wenig. Ich würde halt nicht schwimmen können. Was kostet die Partnerschaft? Das habe ich zum Geburtstag gekriegt. Ah, also, okay, okay. Ansonsten spenden wir, glaube ich, spenden wir monatlich ans Tierheim. Und naja, zwischendurch wird dann mal so, wie sagt man das, so punktuell gespendet. Aber, eine nice Sache, dass ihr das macht mit dem Tierheim. Bei den anderen wissen wir es nicht. Also, ne, können wir auch nicht ich weiß es auch tatsächlich. Peter spendet immer Richtung Fine Dining für die Tiere, dass die immer gut schmecken. Guck mal, ich folge dank dir auch einem Wal. Meine Mama hat sich den Eisbären ausgesucht. Ja, guck mal, ist doch cool. Also wenn der Eisbär irgendwie groß wandert, als gucken, wo der hinwandert, ne, die arme Socke. Also. Der Lars. Ja. Also ich weiß doch gar nicht, ich weiße Haie, die schwimmen relativ weit. Also ich glaube, die haben dann auch mal so Strecken von Südafrika bis durch den Indischen Ozean einmal, bis nach Australien oder so. Also das ist ja schon eine ganze Ecke. Quasi einmal so durch Asien schwimmen. Ja, crazy, weil das alles gibt. Ich wusste nicht mal, dass ich eine Haipatenschaft machen kann. Kannst du für super viele Meerestiere, also auch ja. Schildkröten und whatever. Nice. Die sind ja eh markiert mit so einem Tracker meistens für solche Forschungszwecke, wie wahrscheinlich auch Nils das macht. Muss ich mir eine Partnerschaft für Einsiedlerkrebse raussuchen. Ja, ich meine, das gibt's ja auch immer wieder für Tiere einfach so. Also ich glaube, meine Schwägerin hat die Partnerschaft von einem Otter oder so. Ja, auch wenn Otter ganz schöne Arschlochtiere sind, wie wir festgestellt haben. Aber ja, das geht ganz gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, glaube ich. Ja, cool. Einfach ein bisschen googeln, dann geht das schon. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Pietcast 401 für diese Woche. Wenn ihr das hier hört, sind wir, glaube ich, gerade noch live. Also wenn ihr den zumindest zum Release hört. Deswegen guckt mal rein bei Twitch. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier, kurz vor unserer Live-Show und nach der LAN. Also, oh ja. Auf Wiedersehen. Wir hören. Tschüss.